So, Tag Nummer 2. Wir haben kurz vor 9 Uhr. Wettermäßig draußen haben wir 38 Grad. Und somit herzlich willkommen zu einem Video, einem neuen Video von uns. Wir sind jetzt mal, das ist der zweite Tag, wir sind gestern gelandet, wie ihr schon wisst. Und wir haben heute, also wir waren jetzt gerade frühstücken und wir tun uns gerade vorbereiten, damit wir uns dann den Aquapark näher anschauen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt davor mal kurz mit und ich erzähle euch ein bisschen was. Also der erste Eindruck vom Hotel ist eine riesengroße, weitläufige Anlage. Den kompletten Rundgang kriegt sie auch, das ist ganz klar. Wie ihr aus meinen Videos gewohnt seid, kriegt sie einen kompletten Rundgang. Der kommt auch in den nächsten Videos, aber da die Anlage sehr groß ist, wird das wahrscheinlich auf 3 Teile aufgeteilt. Wir sind gerade rausgegangen, damit wir uns einmal ein bisschen umschauen, damit wir schauen, zumindest wo was liegt. So. Aber nun weiter zum Thema. Also wie gesagt, der erste Eindruck, es ist eine weitläufige, eine sehr große Anlage. Es ist wunderschön, also, wie ihr sehen könnt. Und ganz kurz zu den Einreiseregeln. Um es ganz kurz zu fassen, also wir hatten gar keine Probleme, also sie haben von uns nichts verlangt, weder ein Impfzertifikat noch ein Test oder sonst irgendwas. Wir sind ganz normal eingereist. Wie ihr schon aus den Vorgängervideos wisst, haben wir auch euch genau gezeigt, wo der Schalter ist fürs Visum. Da müsst ihr bitte, und vor allem für diejenigen, die was das erste Mal in Ägypten sind, ihr müsst aufpassen. Im Video habe ich es eh gesagt, in den Vorgängervideos, dass die einen von den Reiseveranstaltern vorne stehen und wirklich euch zu ihnen rufen, hin und her. Also man hat es eh gesehen oder beziehungsweise gehört im Video. Und auf jeden Fall nicht mitgehen, also nicht mitgehen, weil dann zahlt man zwischen 5 und 10 Euro mehr. Wir haben bezahlt 24,50 und warum sollte ich jetzt mehr bezahlen als was nötig? Weil wir, wie ihr wisst, wir verreisen 6 Personen und 6 mal, zumindest wenn es 5 Euro mehr ist, 6 mal 5 sind das 30 Euro und das ist nicht gerade günstig. Zu der Airline, also wir sind mit Corendon geflogen, aber die Corendon ist eine türkische, slowakische Airline, das habe ich auch herausgefunden, und wir sind also mit der slowakischen Air Explorer geflogen. Es war ein, sagen wir so, ein angenehmer Flug. Es gab zwar ein paar Turbulenzen und er musste halt immer wieder auch auf Umwege umfliegen, aber ja, so ist es nun mal. Es war nicht der Rede wert. Das Einzige, was uns gestört hat, ist, dass es nicht genug zum Essen gegeben hat. Also die Stewardessen sind einmal durchgegangen, da haben ein paar Leute ein paar Sandwiches gekauft. Und wo wir dann beim zweiten Mal gefragt haben, hieß es, wir haben keine mehr, ausverkauft. Da ist mir die Air Cairo doch viel lieber. Also wir sind letztes Mal mit Air Cairo geflogen und Air Cairo war in dem Sinne besser dran. Man hatte was zum Essen, man hat bekommen und dann
wenn man wollte, konnte man sich dann ein zweites Mal auch was kaufen. Und hier eben nicht. Ja, man kann ja nicht alles haben. Aber wie gesagt, das war jetzt nur so ein kurzer Zwischenbilanz, was ich euch irgendwie mitteilen wollte. Und alles andere habe ich, soweit es geht, dann in den Livestream beantwortet oder beantworte ich. Ja, was wollte ich noch sagen? Also der erste Eindruck zählt auf jeden Fall. Und ja, wir haben gedacht, wir schauen ein bisschen jetzt, was das so gibt, was mir persönlich gefällt hier. Aber wie gesagt, das wird eh alles in den Rundgängen-Videos sein, also wo der Rundgang gemacht wird, sind diese Figuren. Die schauen meiner Meinung nach wirklich sehr lustig aus. Aber sind wirklich professionell gemacht. Also ich finde das wirklich einzigartig. Also die Leute hier, da am Boden steht Alibaba. Also sowas haben sie da oft. Also wie gesagt, das ist... Also ich finde das schön. Also jetzt will ich ja nicht so viel vorgreifen. Ich wollte halt nur euch kurz mitteilen über den Flug und eben der erste Eindruck vom Hotel. Wie ihr seht, also gibt es nichts auszusetzen. Ist eine wunderschöne Anlage. Ich zeige euch dann die Zimmer und ich werde auf jeden Fall eine Absprache halten mit dem Chef, ob ich da noch andere Zimmer für euch zeigen kann. Aber das Problem ist, dass das Hotel komplett ausgebucht ist. Also das heißt, jedes einzelne Zimmer ist belegt, weil wir wollten statt zwei ein Zimmer buchen. Und ja, es ging leider nicht. Also bei uns hat das eigentlich immer geklappt, weil immer wieder Zimmer frei waren, aber ich glaube halt dieses Mal haben sie gesagt, es geht nicht, weil das Hotel eben ausgebucht ist. Und man merkt auch, dass das Hotel wirklich ausgebucht ist. Also das Hotel ist voll. Man merkt das vor allem am Abend beim Abendessen, wenn alle dann an einem Tisch sitzen. Aber zum Glück gibt es ja drei Hauptrestaurants. Also es gibt drei Hauptrestaurants, eine internationale Küche, dann gibt es eine italienische Küche, dann gibt es halt Pasta, Pizza und so weiter, und dann gibt es eine orientalische Küche. Diese zeige ich euch auch. Dann gibt es einen à la carte. Das ist, was wir gesehen haben, ein Chinesisch, glaube ich. Chinesisch? Oder Japanisch? Keine Ahnung. Oder Mongolisch, weiß ich nicht. Wir werden das alles herausfinden, aber wie gesagt, jetzt ist erst der zweite Tag. Und alles andere werden wir dann sehen, wie es dann geht. Und natürlich nehmen wir euch, wie ihr von uns gewohnt seid, nehmen wir euch mit. Wir versuchen in unserem Kanal euch die bestmögliche Unterhaltung, Informationen zu bieten, Spaß zu bieten. Denn hier findet ihr Vlogs, Infos und alles rund um den Urlaub. Also wirklich nicht nur Ägypten. Wir nehmen euch mit auch bei unseren Ausflügen, was wir in Österreich machen oder außerhalb von Österreich. Ich hoffe, das gefällt euch. Aber die meisten Videos kommen natürlich aus Ägypten, weil wir ja regelmäßig da sind. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, ihr müsst
nur kommentieren und wir beantworten jede Frage. Und ja, das war's von diesem Video. Wir hören uns und sehen uns wieder im nächsten Video. Hat euch das Video gefallen, würden wir uns auf ein Like, also auf Daumen nach oben freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer kommentieren. Ihr wisst, wir beantworten auch alle Fragen. Und ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos aus Ägypten verpassen wollt. Denn wir haben noch viel vor mit euch, noch viele Videos. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video oder unsere Videos guckt. Also viel Spaß, bis zum nächsten Video. Tschüss!